Was ist die EU? Folge 4, der Ministerrat. Die Einigung auf eine allgemeine Ausrichtung des Rates ist ein ganz wichtiger Schritt für die anstehenden Gespräche mit dem Europäischen Parlament, damit die EU die Aarhus-Konvention nun vollständig verfolgen kann und damit ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt. Und last but not least, wir haben auch eine sehr konstruktive Debatte über den Vorschlag der Kommission zur neuen EU-Chemikalienstrategie geführt. Sie hörten das, was man von Sitzungen des Rats der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt, üblicherweise mitbekommt. Damit begrüßen wir Sie ganz herzlich zu dieser Folge unseres Podcasts Was ist die EU? In diesem Podcast stellen wir Ihnen die Europäische Union vor. Wir werfen einen Blick auf die verschiedenen Institutionen, auf ihre jeweiligen Besonderheiten und auf die Menschen, die in ihnen arbeiten. In der heutigen Folge berichten wir über den Ministerrat. Wir erzählen, seit wann er zusammentritt, wofür er zuständig ist und wie sich seine Arbeit über die Zeit verändert hat. Wir, das sind die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, als Herausgeberin dieses Podcasts und Polyspektiv für die inhaltliche Entwicklung und die technische Produktion. Hallo zu dieser Podcast-Folge. Wir sind Frank Burgdörfer und Heidi Ness von Polyspektiv aus Berlin. Wir wollen Ihnen heute über den Ministerrat der EU berichten. Amtlich wird er der Rat der EU oder auch schlicht der Rat genannt. Im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man gern Ministerrat, weil man ihn so eindeutiger vom Europäischen Rat, dem Rat der Staats- und Regierungschefs, unterscheiden kann. Und weil das ganz einfach auf den Punkt bringt, wer sich dort trifft. Ministerinnen und Minister aus den Mitgliedstaaten. Dabei hören Sie auch die Stimmen zweier Menschen, die wir zu ihren Erfahrungen befragt haben. Dr. Volker Löwe, Leiter des Büros des Landes Berlin bei der EU. Er vertritt die Interessen Berlins. Als seine Aufgabe definiert er, möglichst früh in Brüssel das europäische Gras wachsen zu hören. Das heißt, er gibt wichtige Informationen aus den Institutionen der EU nach Berlin weiter und versucht, die Interessen Berlins in der EU einzubringen. Till Spannagel, er arbeitet seit 2021 im Ausschuss der Ständigen Vertreter. Er vertritt deutsche Interessen bei der EU. Er sucht in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der anderen 26 Mitgliedstaaten gemeinsame Lösungen für aktuelle politische Fragen. Seine Themen sind dabei unter anderem wirtschaftlicher Zusammenhalt und Wettbewerb. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Rahmen geäußerten Meinungen diejenigen unserer Gäste sind und nicht die des Herausgebers. Viel Spaß! Der Ministerrat. Wer und was ist das? Ministerrat ist dabei der Name der Institution, der funktionalen Einheit im Gefüge der EU. Eigentlich hat die EU nämlich gleich 10 Ministerräte, nämlich für Auswärtiges, Wirtschaft und Finanzen, Justiz und Inneres, Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, Wettbewerbsfähigkeit, Verkehr, Telekommunikation und Energie, Landwirtschaft und Fischerei, Umwelt, Bildung, Jugend, Kultur und Sport und schließlich für allgemeine Angelegenheiten. In jeder Ratsformation treten die 27 Ministerinnen und Minister aus den Mitgliedstaaten zusammen, die für das jeweilige Themenfeld zuständig sind. Wobei alle daran Beteiligten ihre jeweilige Regierung repräsentieren und in deren Namen handeln. Sie agieren so, wie sie es zuvor im heimischen Regierungskabinett abgesprochen haben. Den Vorsitz im Ministerrat hat keine Person, sondern ein Mitgliedstaat. Das bedeutet, dass eine Regierung die Tagesordnung aller Räte bestimmt und die Ministerinnen und Minister dieser Regierung alle Sitzungen leiten. Dabei wechseln sich die Mitgliedstaaten alle 6 Monate ab. Damit dabei keine zu kurzatmige Politik entsteht, stellen seit 2007 immer 3 aufeinanderfolgende Ratspräsidentschaften als sogenannte Trio-Präsidentschaft ein gemeinsames Arbeitsprogramm auf. Dabei versucht man immer, einen größeren und 2 kleinere Mitgliedstaaten zu einem Trio zu verbinden. Im ersten Halbjahr 2022 übernimmt Frankreich die Ratspräsidentschaft. Es bildet mit Tschechien und Schweden, die jeweils 6 Monate lang nachfolgen, eine Trio-Präsidentschaft. Dies gilt für die verschiedenen Ratsformationen mit ihren ganz verschiedenen Themen. Eine Ausnahme besteht im Rat für Auswärtiges. Seit 2009 führt dort der Hohe Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig auch Vizepräsident der Europäischen Kommission ist, den Vorsitz. Aktuell übernimmt diese Aufgabe der Spanier Josep Borrell.
So soll erreicht werden, dass sich das Gesicht der europäischen Außenpolitik nicht ständig ändert und dass die außenpolitischen Ziele der EU besser verfolgt werden können. Eine besondere Rolle hat auch der Rat für allgemeine Angelegenheiten. Er kümmert sich um grundsätzliche und strategische Fragen wie den Haushalt, den institutionellen Aufbau oder die Erweiterung der EU. Er klärt auch Fragen, die zu Spannungen in den anderen Räten führen. Der Allgemeine Rat besteht aus den Ministerinnen und Ministern, die in ihren Mitgliedstaaten für europäische Angelegenheiten zuständig sind. Damit wäre geklärt, wie der Ministerrat sich zusammensetzt und wie er geführt wird. Als nächstes wenden wir uns der Frage zu, wie er sich über die Jahrzehnte entwickelt hat. Die historische Entwicklung des Ministerrates. Der erste Ministerrat war eine vergleichsweise unkomplizierte Angelegenheit. Damals gab es nur die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die sechs Minister, damals waren es nur Männer, die in Deutschland, Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten für Kohle und Stahl zuständig waren, trafen sich in regelmäßigen Abständen zu Beratungen. Gastgeber war immer derjenige, der gerade den Vorsitz hatte. Ein kleines Ratssekretariat unterstützte den jeweiligen Vorsitzenden bei seiner Arbeit. Mit den beiden weiteren Gemeinschaften, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft, kamen 1957 zwei weitere Räte hinzu. Als dann im Verlauf der Zeit die EU immer mehr Zuständigkeiten erhielt, wuchs auch die Zahl der Räte. Wie bereits gesagt, auf heute 10. Gleichzeitig wuchs auch die Zahl der Mitgliedstaaten mit den Erweiterungen der EU. Aus anfänglich 6 wurden 1973 9, 1979 10, 1986 12, 1995 15, 2004 25, 2007 27 und 2013 28 Mitgliedstaaten. Mit jedem weiteren Mitgliedstaat kam in jedem Rat eine weitere Ministerin oder ein weiterer Minister hinzu. Aktuell sind es 27 Ministerinnen und Minister, die sich jeweils treffen. Dieses Wachstum hat die Arbeit in den Räten formaler gemacht, weniger persönlich, weniger spontan. Redezeiten sind kürzer, der Umgangston weniger vertraut, die Interessen vielfältiger, die Suche nach Einigungen mühsamer als zu Anfang. Mit immer mehr Zuständigkeiten und Mitgliedstaaten musste der Ministerrat sich und seine Arbeitsweise über die Jahre anpassen und weiterentwickeln. Wie erleben Sie den Alltag bei der Arbeit für den Rat der EU, Herr Spannagel? Was ist die besondere Kultur, wenn 27 Mitgliedstaaten ihre Interessen zusammenbringen? Es ist am Ende oft einfacher, eine gute Entscheidung zu treffen, wenn man untereinander in einem Raum ist und dann zu einem Ergebnis kommen kann, weil diese Ergebnisse am Ende in Brüssel immer Kompromisse sind und nie einer 100% von irgendwas bekommt, sondern jeder an der einen oder anderen Stelle auch nachgeben muss. Also zunächst einmal, glaube ich, ist für die Arbeit im Rat ist wichtig, dass man sich schon verdeutlichen muss, dass das eine riesige Maschine, will ich fast sagen, ist, die verschiedene Gesetze behandelt. Und da auf der Arbeitsebene unheimlich viele Menschen aus den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um diese europäische Gesetzgebung voranzutreiben. In der Presse oder in der Öffentlichkeit wird da nur über einen kleinen Teil immer berichtet. Es gibt immer die großen politischen Themen und es gibt oft auch die ganz großen, sagen wir mal, politischen Themen wie die Rechtsstaatlichkeitsdebatte, wie die Erweiterungsdebatten, wo es auch große politische Konflikte gibt. Darunter oder daneben gibt es aber ganz, ganz viele Politikbereiche, ob das jetzt in der Agrarpolitik ist oder in der Verkehrspolitik oder im Binnenmarkt oder in der Wettbewerbspolitik oder zur Fischerei, wo es sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen gilt und wo die Mitgliedstaaten sehr, sehr, sehr eng miteinander arbeiten und sich abstimmen und eben auch gemeinsame Gesetze beschließen müssen. Die Doppelnatur des Ministerrates. In der Folge von der Idee zur Wirklichkeit haben wir beschrieben, dass die EU Charakteristika vereint, wie wir sie sonst entweder von internationalen Organisationen oder von Bundesstaaten kennen. Diese Doppelnatur der EU spiegelt sich auch in der Arbeit des Ministerrates. Er ist nämlich zweierlei.
In den Bereichen, in denen die EU im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsprozesses europäisches Recht schafft und in denen sie von der Kommission nach außen vertreten wird, fungiert der Ministerrat als Teil der Legislative, also der gesetzgebenden Gewalt. Er bildet sozusagen eine weitere gesetzgebende Kammer neben dem Europäischen Parlament. Mit diesem gemeinsam beschließt er nicht nur Verordnungen und Richtlinien, sondern ratifiziert auch internationale Abkommen und Verträge und wirkt an der Überwachung der Arbeit der EU-Kommission mit. Es gibt aber auch Bereiche, in denen der Rat die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten koordiniert. Dies trifft in weiten Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik zu, aber auch in der Steuerpolitik, bei der wirtschaftspolitischen Koordinierung der Staaten der Währungsunion oder bei der Umsetzung des Schengen-Vertrages über die Offenhaltung der Binnengrenzen. Hier handeln jeweils die Mitgliedsregierungen selbst. Der Rat steht also auf Seiten der Exekutive, der ausführenden Gewalt. Mit der Zeit hat man gelernt, mit diesen unterschiedlichen Rollen des Ministerrates eher locker umzugehen. Dennoch hat es darüber auch immer wieder Streit gegeben. Als man anfangs der 1970er Jahre im Rahmen der sogenannten europäischen politischen Zusammenarbeit begann, die Außenpolitik der Mitgliedstaaten zu koordinieren, wollte insbesondere das gerade beigetretene Großbritannien auf gar keinen Fall zulassen, dass dies im Rahmen des Ministerrates geschah. Der Ministerrat war zuständig für die damals drei europäischen Gemeinschaften und hatte Gesetzgebungskompetenz. So eng wollte man diese Zusammenarbeit in der Außenpolitik nicht haben. Deshalb gab es dafür getrennte Sitzungen, außerhalb der vertraglichen Vereinbarungen, mit einem jeweils anderen Vorsitz an anderen Orten. Als eindrückliches Beispiel angeführt wird oft, dass sich die Außenministerinnen und Minister einmal vormittags unter luxemburgischem Vorsitz in Luxemburg trafen, um dort über wirtschaftliche Angelegenheiten zu verhandeln. Dann stiegen sie ins Flugzeug, flogen nach Kopenhagen und diskutierten dort unter dänischem Vorsitz über Außenpolitik. Mit der Zeit wurde das den Beteiligten schlicht zu umständlich und zu lästig. Daher verankerte man 1987 ganz offiziell in den Verträgen, dass der Ministerrat einerseits gesetzgebendes Organ der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union ist, auf der anderen Seite aber auch koordinierendes Organ der Mitgliedstaaten. Heute tagt der Ministerrat übrigens nur noch sehr selten in Luxemburg oder Kopenhagen. Die Sitzungen finden fast immer in Brüssel statt. Das hat ganz praktische Gründe. Für inzwischen 27 Ministerinnen und Minister plus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich so viel bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Auch die in der Regel monatliche An- und Abreise wird so zur Routine. Nur noch ausnahmsweise laden die Ministerinnen und Minister, die gerade den Vorsitz führen, ihre Kolleginnen und Kollegen in ihre Heimat ein, häufig auch in kleinere Orte der jeweiligen Herkunftsländer. Aber zurück zur doppelten Natur des Ministerrates. An einer Stelle macht sich die Unterscheidung noch bemerkbar. Seit 2009 muss nach dem Lissabonner Vertrag der Ministerrat öffentlich tagen, wenn er als gesetzgebendes Organ tätig ist. Geht es hingegen um Absprachen und Diskussionen in Politikfeldern, die nicht Gegenstand europäischer Gesetzgebung sind, dann tagt der Rat nicht öffentlich. Womit wir bei der Frage wären, wie der Ministerrat eigentlich arbeitet. Herr Spannagel, fühlen sich die beiden Rollen des Rates, die Exekutive und die Legislative, unterschiedlich an? Wie machen Sie sich bei der Arbeit praktisch bemerkbar? Also ich glaube, in der praktischen Arbeit macht sich das für uns nicht bemerkbar. Wir behandeln jetzt hier im Rat ganz unterschiedliche Vorhaben. Das können zum einen neue Gesetzesvorschläge der Kommission sein, das können Vorschläge für Verordnungen oder für Richtlinien sein. Wir tauschen uns aber ebenso aus über Berichte, die vorgelegt werden, um die zu bewerten und da gemeinsame Schlussfolgerungen zu verabschieden. Berichte zum Beispiel von der EU-Kommission, vom Europäischen Rechnungshof oder sonstigen Institutionen. Das ist mal mehr legislativ, mal mehr exekutiv. In der Sache ist die Arbeit aber eigentlich immer ähnlich. Es geht immer darum, dass wir mit den Mitgliedstaaten zusammen uns austauschen und versuchen, da ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen oder auch ein gemeinsames Verständnis zu bestimmten Dingen. Und da steht eben diese Kompromissfindung mit den Mitgliedstaaten immer im Mittelpunkt, unabhängig davon, ob es dann Gesetzgebung oder mehr Exekutive ist. Die Abstimmungsregeln. Grundsätzlich gilt im Rat das Erfordernis der sogenannten doppelten Mehrheit. Ein Beschluss ist dann ergangen,
wenn 55% der Mitgliedstaaten zustimmen, die außerdem 65% der EU-Bevölkerung umfassen. Diese Doppelregelung soll bewirken, dass die vielen kleinen Staaten in der Union nicht allein schon wegen ihrer Zahl die Politik der EU bestimmen können. Das umgekehrt, aber auch die Großen, die andere nicht erdrücken. Für einfache verfahrenstechnische Fragen macht man sich aber das Leben leichter und stimmt einfach mit einer Stimme pro Land ab. Und dann sind da noch die wenigen Fälle, in denen nach wie vor Einstimmigkeit erforderlich ist. Das gilt vor allem im Bereich der Außenpolitik und in Steuerfragen. Hier hat de facto jeder Mitgliedstaat ein Vetorecht. Zwischen Transparenz und Zusammenhalt. Wer die Arbeit des Ministerrates in den Medien verfolgt, macht eine merkwürdige Beobachtung. Vor den Sitzungen äußern die Anreisenden sich in aller Regel nur sehr allgemein und kurz. Und nach den Sitzungen geben sie getrennt Auskunft, jeder vor den Medien des jeweils eigenen Mitgliedstaates. Dabei fällt auf, dass von den Beteiligten selbst nur sehr selten und eher ungern von Auseinandersetzungen berichtet wird. Betont wird in der Regel das Gemeinsame und jeder Schritt hin zu Gemeinsamkeiten. Die Mitglieder des Ministerrates sind in aller Regel erkennbar bemüht, Konflikte nicht hochzuspielen, Kolleginnen und Kollegen nicht zu verärgern und bei Streit kein Öl ins Feuer zu gießen. Vielleicht ist das auch wenig überraschend, wenn man sich klar macht, dass die Vertreterinnen und Vertreter nationaler Regierungen alle gewissermaßen im selben Boot sitzen. Sie alle werden aus ihrem jeweiligen Land von den Medien und von den nationalen Parlamenten kritisch beäugt. Es erscheint daher eher unklug, die Kolleginnen und Kollegen anderer Mitgliedstaaten im Rat zu bekämpfen und sie zu Hause heftiger Kritik auszusetzen. Deshalb wird von denen, die sich durchgesetzt haben, selten lautes Siegesgeheul ausgestoßen. Wenn man auf Dauer gut zusammenarbeiten will, empfiehlt es sich, die Kolleginnen und Kollegen nicht bloßzustellen, sondern gut aussehen zu lassen. Wahrscheinlich werden sie sich das merken und bei nächster Gelegenheit danken. Vielleicht legen sich viele auch deshalb vor der jeweiligen Sitzung öffentlich nicht fest, sondern erläutern erst hinterher, warum die gefundenen Regelungen unter dem Strich für alle gut sind. Das Bestreben, im Rat das Gemeinsame zu betonen und öffentliche Konfrontationen zu vermeiden, drückt sich auch im Abstimmungsverhalten aus. In einigen Ratsformationen verzeichnen die Protokolle in aller Regel einvernehmliche Entscheidungen. Das bedeutet keinesfalls Einstimmigkeit, also dass alle einverstanden sind, sondern dass nicht abgestimmt wurde, weil die Mehrheiten klar waren. Wenn in ganz seltenen Fällen die Gegensätze betont und Verliererinnen und Verlierer kenntlich gemacht werden, wirkt sich dies atmosphärisch heftig aus. Dies geschah öffentlich sehr sichtbar 2015, als der Rat für Justiz und Inneres gegen die Stimmen Polens, Ungarns, Tschechiens und der Slowakei beschloss, 120.000 geflüchtete Menschen nach einer Quote auf alle Mitgliedstaaten der EU zu verteilen. Während die einen gut fanden, dass hier endlich mal die unterschiedlichen politischen Haltungen und Ziele der Mitgliedstaaten deutlich wurden, bedauern andere, dass dieser öffentliche Streit die Polarisierung zwischen den Mitgliedstaaten verstärkt habe. Verfechterinnen und Verfechter einer demokratischen EU verlangen, dass sich die einzelnen Ministerratsmitglieder immer eindeutig definieren und klar Position beziehen, damit die Öffentlichkeit Bescheid weiß und die bestehenden Meinungsunterschiede diskutieren kann. Andere betonen die Bedeutung der leisen Verhandlungen und Kompromissfindungen, die der bisherige Weg ermöglicht. Auch hier kommt er also wieder an die Oberfläche. Der alte Streit darüber, ob die EU eine lebendige, staatsähnliche Organisation sein soll oder ein möglichst geräuschloser Apparat, der die Politik der Mitgliedstaaten koordiniert. Herr Löwe, brauchen wir mehr Transparenz in der EU, weil nur sie Demokratie möglich macht? Oder brauchen die Mitgliedstaaten die Chance, auch vertraulich zu verhandeln, damit gemeinsame Lösungen gefunden werden können? Also grundsätzlich gesprochen gibt es schon jetzt ein sehr hohes Maß an Transparenz im europäischen Gesetzgebungsprozess. Anders als, Sie haben das Wort auch schon gerade erwähnt, ist das Klischee oder die veröffentlichte Meinung gerne sozusagen kundtut. Wenn man sich die Mühe macht, und ich gebe zu, es macht dann auch mal Mühe, zu recherchieren, findet man wirklich sehr viele Informationen über das, was auf europäischer Ebene im Bereich Gesetzgebung geplant wird. Also insofern, es ist schon sehr, sehr viel an Informationen vorhanden. Und da muss ich die europäische Ebene im Vergleich zur nationalen Ebene
auch im Vergleich mit Deutschland überhaupt nicht am entsprechenden Vergleich scheuen. Was den Rat konkret angeht, immer dann, wenn der Rat über Gesetzgebungsakte abstimmt, sind diese Verhandlungen und Beratungen öffentlich. Aber natürlich braucht der Rat, so wie im richtigen Leben, so eben auch im Rat, auch mal einen Rahmen, in dem vertraulich beraten wird, um einfach bestimmte Blockaden zu lösen, an bestimmten Dingen auch Dinge voranzubringen. Das kann nicht anders sein. Also wenn man immer alles auf dem öffentlichen Marktplatz austragen würde, dann würden sicherlich auch bei sensiblen Punkten der Verhandlungen dann die Scheuklappen runtergehen und die Dinge würden dann noch schneller in Blockaden enden. Also von daher denke ich, ist die Mischung, in der seit geraumer Zeit im Rat verfahren wird, teils nicht öffentlich, sozusagen wenn im Vorfeld inhaltlich beraten wird, und öffentlich, wenn es um dann die tatsächlich das Abstimmungsverfahren geht, halte ich für eine gute Mischung. Die Arbeitsweise des Ministerrates. Wichtig ist es zu verstehen, dass im Rat nicht die einzelnen Ministerinnen und Minister, sondern die Regierungen zusammenarbeiten. Es geht dort darum, die Interessen der Mitgliedstaaten möglichst gut zusammenzuführen. In der Praxis bedeutet dies, dass anstehende Fragen zunächst nicht auf den Tisch der jeweiligen Fachministerinnen und Fachminister kommen. Vielmehr gibt es den sogenannten Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten der EU. Bei diesem handelt es sich um Beamte im Rang von Botschafterinnen und Botschaftern. Wenn ein neues Thema auf der Tagesordnung der EU steht, zum Beispiel ein Entwurf der Europäischen Kommission für einen neuen Rechtsakt, wird dieses in der Regel zur Prüfung an Arbeitsgruppen weitergereicht. Diese Arbeitsgruppen setzen sich aus Beamtinnen und Beamten der Ministerien der Mitgliedstaaten zusammen. So wird jede Angelegenheit in Einzelaspekte zerlegt und gründlich analysiert. Der Ausschuss stellt fest, inwieweit Einigkeit besteht und wo politischer Streit auszutragen ist. Auf dieser Basis setzt er die jeweilige Angelegenheit dann auf die Tagesordnung, damit die zuständigen Ministerinnen und Minister bestehende Meinungsverschiedenheiten besprechen und Beschlüsse fassen können. Übrigens gibt es den Ausschuss der ständigen Vertreter in zwei Zusammensetzungen. Der Ausschuss 1 besteht aus den stellvertretenden Leiterinnen und Leitern der Vertretungen der Mitgliedstaaten bei der EU. Er ist für wirtschaftliche Fragen zuständig. Der Ausschuss 2 besteht aus den Leiterinnen und Leitern selbst. Er beschäftigt sich mit politischeren Fragen wie der Außenpolitik, der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz, der gemeinsamen Migrationspolitik oder Steuer- und Haushaltsfragen. Ein Thema, das auf die Tagesordnung einer Sitzung des Ministerrates kommt, ist zu diesem Zeitpunkt also in der Regel schon einige Wochen oder gar Monate verwaltungsseitig geprüft, diskutiert und durchleuchtet worden. Herr Spannagel, wie läuft die Arbeit im Ausschuss der ständigen Vertreter genau ab? Wird das meiste schon dort entschieden oder kommt es am Ende immer auf die politische Ebene an? Also unterhalb des Ausschusses der ständigen Vertreter gibt es die Ratsarbeitsgruppen, und das ist die Ebene, wo die eigentliche Facharbeit stattfindet. Und da treffen sich dann die 27 Mitgliedstaaten mit der Kommission und verhandeln Gesetze. Und wir verhandeln die tatsächlich so lange, bis wir meinen, wir haben einen Kompromiss mit den 27 Mitgliedstaaten getroffen und können diesen Kompromiss dann an die Botschafterrunde weitergeben. Und die können den entweder annehmen oder ablehnen oder vielleicht auch besonders schwierige Fragen im Einzelnen noch weiter verhandeln. Und wenn die Botschafter zu einem Ergebnis gekommen sind, vielleicht auch mit manchen offenen Punkten, dann geben sie das weiter an die politische Ebene und die trifft dann die endgültige Entscheidung. Und es ist zum Beispiel auch so, wenn wir in Ratsarbeitsgruppen verhandeln oder auch im ASTV, dann sind auch die Hauptstädte nie zugeschaltet. Das heißt, es macht immer die ständige Vertretung hier untereinander und wir berichten dann das Ergebnis in die jeweiligen Hauptstädte und sagen, so und so ist es. Auch das hat im Grunde den Vorteil, dass man untereinander einen geschützten Raum hat, in dem man zu Ergebnissen kommen kann, die dann auch von allen Mitgliedstaaten mitgetragen werden können. Und was spannend ist, ist, dass
der ASTV, also der Ausschuss der ständigen Vertreter, dass diese beiden Gremien, ASTV 1 und ASTV 2, in der gesamten Corona-Pandemie nie virtuell getagt haben. Weil man immer gesagt hat, es gibt ein Kernelement der Politik in Brüssel, die sich regelmäßig treffen müssen und die sich auch physisch treffen müssen, um sich eben miteinander abzustimmen, ohne auf diese etwas hölzernen Videoformate angewiesen zu sein. Die politischen Entscheidungen, die politischen Räte wiederum waren dann irgendwann oft auch virtuell. Dann auch europäische Räte bei den Staats- und Regierungschefs haben ja oft virtuell stattgefunden. Die Ebene der ständigen Vertreter, die hat aber tatsächlich physisch getagt. Herr Löwe, was ist in diesem Zusammenhang die Rolle der Bundesländer? Europapolitische Mitwirkung. Also grundsätzlich muss man sagen, haben die deutschen Länder im Vergleich zu den Regionen anderer Mitgliedstaaten sehr, sehr weitgehende Mitwirkungsmöglichkeiten in EU-Angelegenheiten. In der Tat, bei den Politikbereichen, in denen innerstaatlich die deutschen Länder die Gesetzgebungskompetenz haben, das betrifft zum Beispiel den Bereich Bildung, Kultur, da geht die Verhandlungsführung im Rat auf einen Vertreter der deutschen Länder über. Das ist ein bisschen pikant aus der Sicht der Bundesregierung, weil man muss sich das praktisch so vorstellen. Während einer laufenden Ratssitzung kommt man dann zum Tagesordnungspunkt, was weiß ich, Nummer 6. Und da verändert sich schwuppdiwupp während der Sitzung die Verhandlungsführung in der deutschen Delegation. Das heißt, der arme Bundesmensch muss dann aufstehen, sich in die hintere Kulisse bewegen, damit ein Landesmensch nach vorne treten kann und das Mikro ergreift. Die Zukunft der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Die Zusammenarbeit in der Europäischen Union hat sich über die Jahrzehnte stark verändert. Sie ist immer intensiver geworden. Gleichzeitig sind immer neue Staaten hinzugekommen. Es wurden immer mehr Themen verhandelt, bei immer vielfältigeren Interessen. Kann das so weitergehen? Oder bedarf es irgendwann gründlicher Reformen? Dazu hören wir noch ein letztes Mal die Positionen und Erfahrungen unserer Gäste. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, was wir an der Europäischen Union haben und wie faszinierend und gut und auch toll die Zusammenarbeit da tatsächlich funktioniert. Wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt, was ich mit betreut habe. Das ist das Gesetz über digitale Märkte, wo es weltweit das erste Mal gelingen soll, dass man für die ganz großen Internetkonzerne, die großen Plattformen gemeinsame Regeln schafft, um deren Marktmacht zu begrenzen und um auch kleineren und mittleren Unternehmen zu ermöglichen, mit diesen großen Unternehmen in einen fairen Wettbewerb zu treten. Die Kommission hat da letztes Jahr Vorschläge gemacht, die jetzt sehr intensiv im Rat und auch im Parlament beraten worden sind. Und wir sind da jetzt in der Europäischen Union sicherlich weltweit der Frontrunner, der es schafft, da ein gemeinsames Regelwerk zu errichten und an dem sich ganz, ganz viele andere Staaten auf der Welt dran orientieren werden, weil wir die Standards setzen. Und das ist, glaube ich, schon was wir in Europa können, weil wir eben durch diesen ständigen Austausch im Parlament, aber auch im Rat eben gezwungen sind, Kompromisse zu machen und am Ende ausgewogene Lösungen finden, die in der Sache sehr gut sind. Und die sind nie so, dass der eine dann 100% zufrieden sein wird, aber sie sind am Ende immer viel besser als gar nichts zu haben und selber anderen Entwicklungen immer nur hinterherrennen zu müssen. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Politikbereichen eine große Chance und eine Errungenschaft, die man sichern muss und an der man auch weiter arbeiten muss. Wir haben aber auch die enorme Herausforderung, dass unsere europäische Demokratie als Ganzes, aber auch in jedem Mitgliedstaat unter enormem Druck steht. Ich bin aber nichtsdestotrotz doch einigermaßen optimistisch, dass wir als Europäische Union gute Chancen haben, uns im Innern wie auch im äußeren Wettbewerb zu behaupten. Ich sehe, dass die Europäische Union
als Wertegemeinschaft zwei große Trümpfe hat. Das ist die Freiheit und die Solidarität. Die Russen und die Chinesen haben eine sehr unterschiedliche und andere Vorstellung von Freiheit und die Amerikaner haben eine andere Vorstellung von Solidarität. Und wenn wir in der Europäischen Union es schaffen, Freiheit und Solidarität in eine gute Balance zu bringen, dann wird unser Politik- und Lebens- und Wirtschaftsmodell auch in Zukunft über die Grenzen der EU hinaus attraktiv sein und bleiben. Und wir werden uns auch als resilient genug erweisen, um diesen Systemwettbewerb und auch diesen Druck, der von außen auf der EU lastet, auszuhalten und zu bestehen. Also das ist meine Hoffnung und auch meine Erwartung. Das war die heutige Folge unseres Podcasts Was ist die EU? Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie die weiteren Folgen anhören und uns weiterempfehlen. Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und alle am Projekt Beteiligten freuen sich über Anregungen und Feedback unter podcast@polyspektiv.eu. Am Mikrofon waren in der Reihenfolge Ihres Sprechens Johannes Miet, Frank Burgdörfer und Heidi Ness. Herausgeberin des Podcasts ist die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Die Produktion liegt bei Polyspektiv, Burgdörfer und Ness GbR. Die Musik wurde zur Verfügung gestellt von Maison Studio 92 auf Pond 5. Das Copyright für die Tonaufnahme am Anfang dieser Folge liegt bei der Europäischen Union.